Also wo du gerade stehst, kann ich nicht beurteilen, aber du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wenn du im Verkauf oder der Kundenbetreuung tätig bist, dann bestimmst du immer am Anfang eines Gespräches, unterbewusst oder wenn du es gut kannst, auch bewusst, was ist das jetzt gerade für ein Mensch? Ist das netter? Ist der ein bisschen komisch? Da reicht es manchmal aus, wenn du mit jemandem telefonierst und hörst die Stimme, dass du eine Schublade aufziehst und sagst, oh, das ist schon wieder so einer, der so ein Meckertyp, weil der sich so anhört. Und oftmals sind das dann aber total nette Gespräche. Also man täuscht sich da auch manchmal. Und wenn du Menschentypen gut bestimmen möchtest, dann gibt es verschiedene Methoden. Eine davon ist zum Beispiel der Rottyp, Blautyp, Grüntyp und so weiter. Mir war das immer zu komplex und hat mir zu lang gedauert. Ich wollte was haben, wo ich relativ schnell weiß, was ist das für ein Kunde, damit ich ihn entsprechend ansprechen kann. Weil wenn einer Experte ist und ich erkläre ihm mein Produkt in allen Einzelheiten mit den Basics oder so, dann kann das sein, dass ich diesen Experten damit langweile. Anders kann es auch sein, der Kunde hat vielleicht gar keine Ahnung. Du bist der Experte, weil du ja in dem Bereich tätig bist und überfrachtest diesen Kunden mit Fachbegriffen, mit irgendwelchen Themen, die der überhaupt nicht will. Fachidiot schlägt Kunde tot, uralte Vertriebsweisheit. Und das kann dann dazu führen, dass dein Kunde dich nicht ernst nimmt oder dann sagt, okay, ich muss mir das überlegen, schicken Sie mal was Schriftliches zu oder haben Sie einen Flyer mit oder sonst irgendwas. Also der wird nicht abschließen. Und deswegen ist es für dich ratsam, dass du einen Weg findest, wie du schnell Klarheit bekommst, was ist das gerade für ein Mensch? Und dazu habe ich eine Formel entwickelt, die ich dir gerne einmal vorstellen möchte. Ich unterteile Menschen, in dem Fall jetzt Kunden oder auch Verkäufer, in vier verschiedene Kategorien. Das ist einmal der Unwissende, dann ist es der oder die Waiterin, davon gibt es zwei. Einmal den Aggressive und einmal den Progressive Waiter. Dann haben wir die Proaktiven. Das wäre zum Beispiel der Proaktive, der Top-Verkäufer oder die Top-Verkäuferin. Und wir haben hier oben Experten in der obersten Stufe. Das heißt, wenn ich ein Verkaufstraining mache oder ein Kommunikationstraining, dann möchte ich da nicht Top-Verkäufer oder Top-Kommunikationsspezialisten daraus machen, sondern ich möchte gerne Experten daraus machen. Wenn du bei mir ein Training besuchst, dann ist es mein Ziel, dass du irgendwann das machst, was ich heute mit dir mache. Das heißt, dass du dein Wissen an andere weitergibst. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist es nicht nur Top-Verkäufer hervorzubringen, sondern wirklich eine Stufe höher zu gehen. Das hat zwei Gründe. Erstens mal verfehle ich mein Ziel. Dann wirst du immerhin noch Top-Verkäufer oder Kommunikationsspezialist. Und als zweites ist es mir ein Anliegen, dass wir gutes Wissen, was die Menschheit weiterbringt, nach vorne bringt, was Kommunikation besser macht, dass wir das teilen, dass wir das verteilen. Und zwar so an so viele Menschen wie nur möglich. Weil Kommunikation nun mal die Nummer-1-Fähigkeit im Leben ist. Und deswegen ziele ich immer auf die Experten ab. Der Unwissende, wenn du einen unwissenden Kunden hast, dann ist das einer, der dein Produkt nicht kennt, der kennt dich nicht, der ist noch komplett, das ist ein leeres Blatt. Das heißt, diesen Menschen, dem darfst du mit Fachbegriffen und so niemals kommen. Sonst versteht er dich nicht, dann vertreibst du den. Der hat Angst, der kauft nicht bei dir, weil er nur Bahnhof versteht. Der Waiter im Bereich Verkäufertypen beispielsweise, wenn ich auf Waiter treffe, dann sind das Menschen, die im Laden zum Beispiel als Verkäufer tätig sind oder meistens stehen die nur so da und sind Arbeiter, Denkmäler und die warten den ganzen Tag, dass sie angesprochen werden. Der Aggressive Waiter, der ist noch eine Spur schlimmer, der wartet nicht nur, sondern wenn der Chef abends kommt und sagt, sag mal, warum hast du denn heute so wenig verkauft, dann schiebt er die Schuld auch noch auf andere. Der sagt, ja, heute waren ja keine Kunden da, hat mich keiner angesprochen, tut mir leid, konnte nichts verkaufen. Also Waiter, Aggressive Waiter sind Menschen, die ihr ganzes Leben darauf warten, dass irgendetwas ihre eigene Situation verbessert. Und ja, das wird nicht passieren, weil die sitzen den ganzen Tag nur da und warten und geben immer anderen die Schuld. Ganz schlimme Eigenschaft. Der Progressive Waiter, der hat zumindest erkannt, ey, ich muss da ein bisschen was tun, damit ich vorwärts komme. Da nur rumzuhocken und zu warten, das bringt nichts. Das heißt, du hast die Entscheidung getroffen, dir ein Video anzugucken, was dir hoffentlich weiterhilft. Also bist du mindestens
schon mal auf dem richtigen Weg. Also wo du gerade stehst, kann ich nicht beurteilen, aber du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, weil du nicht wartest, dass irgendetwas deine Situation verbessert, sondern du nimmst es selbst in die Hand. Das sind die Proaktiven, die selber losgehen, die Schulungen besuchen, die Trainings buchen und so weiter und so fort, weil sie wissen, da gibt es noch so viel mehr im Leben zu erreichen, aber das schaffe ich nur, wenn ich auch losgehe. Und oben die vierte Stufe, wie gesagt, Experte. Vielleicht strebst du das an oder bist vielleicht sogar selbst ein Experte schon. Das ist für mich so die obere Kategorie. Da kann man auf Augenhöhe miteinander sprechen, wenn man ein bestimmtes Thema eben beackert, sage ich jetzt mal so. Wenn ich mit einem Kommunikationsexperten spreche, dann kann ich natürlich ganz anders mit dem reden, als wenn ich mit jemand spreche, der das noch überhaupt nicht kann oder kennt das Thema. Also das sind die vier Typen. Das kannst du auf alle Arten von Menschen anwenden. Wenn du Fragen hast, dann gerne in die Kommentarfunktion unten. Hinterlass mir gerne auch ein Abo, wenn dir das Video gut gefallen hat. Und schau gerne auch auf meiner Webseite vorbei. Da biete ich verschiedene Trainings zum Thema Kommunikation und Verkauf an. Ich danke dir erstmal für dein Interesse. Bis zum nächsten Mal. Dein Uwe.